Guten Morgen aus Menorca. Ich bin Annika, ich gehe gern wandern und mag Eisenbahnen. Und heute geht es ein bisschen am Strand entlang. Aber als allererstes geht es noch am Es-Mercadal. Also kommt mit! Menorca, die kleine Nachbarinsel Mallorcas, ist eine kleine, ruhige Insel, die mit Mallorca nicht allzu viel gemeinsam hat. Hier gibt es kein Gebirge, aber viele Buchten und einige kleine Städtchen. Eins davon ist Es Mercadal, die kleine Stadt am Fuße des höchsten Berges der Insel. Geografisch ist hier der Mittelpunkt Menorcas, deswegen wird hier der Markt abgehalten. Allerdings nicht heute. Es ist morgens gegen 10. Langsam erwacht die Stadt, die für ihre Zuckerbäckereien bekannt ist. Leider ist alles schon fertig gebacken und es gibt keine Möglichkeit, mal hinter die Kulissen des traditionellen Handwerks zu schauen. Es gibt hier viele schmale Gassen. Passend dazu schmale Häuser mit kreativer Balkondekoration. Wie es sich für eine Stadt gehört, auch wenn sie nur klein ist, gibt es hier auch eine Kirche. So. Nun ist es Zeit, dass die heutige Wanderung beginnt. Durch das menorquinische Hügelland geht es mit dem Bus nach Benimella. Ein bisschen abenteuerlich sind die Straßen hier schon. Vom Parkplatz sind es nur 5 Minuten bis zur ersten Bucht. In den vergangenen Tagen hat es viel geregnet, deswegen ist hier heute ein Fluss, der als erstes trockenen Fußes überquert werden muss. Diese Bucht ist die erste von 3 Buchten, die ich heute erkunden werde. Hier gibt es feinen gelben Sand. Da noch 2 weitere Buchten auf mich warten, wandere ich aber weiter. Vom Weg habe ich eine gute Aussicht auf die Hügel im Umland. Ich folge hier übrigens dem Camino de Cavall, einem Rundweg, der um die ganze Insel führt. Die Landschaft um mich herum sieht sehr interessant aus mit dem ganzen Grün und den mittlerweile fast rot leuchtenden Felsen. Es geht einen kleinen Hügel hinauf und auf der anderen Seite wieder herunter. Und da befindet sich auch schon die zweite Bucht. Der Regen hat auch hier seine Spuren hinterlassen. Es gibt kaum Menschen, aber auch keinen Sandstrand. Da gibt es doch sicher einen Zusammenhang. Ich wandere weiter über den roten Boden, der mich ein wenig an eine Vulkanlandschaft erinnert. Doch nicht nur der Boden ist rot, auch die Felsen. Zwischendurch wachsen auf den Felsen Gewächse wie zum Beispiel dieser Meerfenchel. Der Weg führt noch einmal ein kleines Stück steil bergauf. Oben angekommen, habe ich einen wunderbaren Blick über mein heutiges Wanderziel, die Cala Pregonda. Türkisblaues Meer mit rot-gelben Felsen. Das ist Menorca. Auf der anderen Seite, im Landesinneren, ist der El Toro zu sehen. Der höchste Berg der Insel. Da man hier nur zu Fuß herkommt, ist es ziemlich leer. Im hinteren Teil der Cala Pregonda gibt es einen Felsen im Wasser, der aussieht, als ob jemand da sitzt und mit dem Handy spielt. Auch wenn die Bucht sehr faszinierend aussieht, lohnt sich der Blick in die anderen Richtungen. Der Tag heute Morgen hat in einer kleinen Stadt begonnen und so soll er auch enden. Jetzt geht es in das malerische Fischerdorf Fornells.
Jetzt bin ich in Fornells und steige erstmal auf den Turm. Aber da muss ich erstmal hin. Mitten in der Stadt entdecke ich einen alten, verknoteten Olivenbaum. Es gibt auch eine kleine Kirche und dann kommt schon der Turm in Sicht. Boden und Vegetation sind hier schon wieder vollkommen anders, obwohl es nur wenige Kilometer Luftlinie bis zur Cala Bregonda sind. Der Torre de Fornells ist einer der vielen Verteidigungstürme an der Küste Menorcas. Er wurde während der britischen Herrschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts gebaut. Im Turm gibt es auch ein Museum, aber es hat heute geschlossen. Also ist es Zeit, zurück nach Fornells zu gehen. Die Stadt liegt an einer fjordähnlichen Bucht und ist ein kleiner Fischerort. Es gibt übrigens auch Überreste einer alten Festung, die hier 1637 als Reaktion auf die Piratenattacken von Mao und Ciutadella errichtet wurde. Vor einigen Jahren haben die Ausgrabungen an der Burg begonnen. Hinter dem Hafen erhebt sich mal wieder der El Toro, den ich übrigens in einem der nächsten Videos besuchen werde. Ich schlendere noch ein bisschen durch die Gassen, umsäumt von den typischen weißen Häusern. Fornells ist übrigens bekannt für die vielen Langustenfischer. Probiert habe ich sie allerdings nicht. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten lasst trotzdem einen Daumen hoch da. Hier oben gibt es eine weitere Entdeckungsreise und hier unten ein Eisenbahnvideo. Je nachdem, was euch besser gefällt. Also dann genießt die Woche und entdeckt was Schönes.